Es sei ihm gegönnt nach dem Freispruch im Revisionsprozess in Antwerpen. Aber mal ehrlich, Herr Elitz, muss das wirklich sein? Zumal das Video nun wirklich nichts mit Ihrer aktuellen Tätigkeit zu tun hat. Trotzdem freue ich mich auch für Sie, keine Frage. In dem nun in Antwerpen gewonnenen Prozess ging es doch nicht um das Konzept, welches ich nachverfolgenswert finde, das wissen Sie und ich doch genau. Manchmal, Herr Elitz, ist ein wenig mehr Demut angesagt, auch wenn man sich nach solch einem gewonnenen Prozess natürlich freut. 22 Monate standen Sie unter dem Druck, nicht zu wissen, ob Sie in Haft müssen. Einer, der solch eine Situation nicht erlebt hat, kann diesen psychologischen Druck nicht nachempfinden. Auch nicht die Last, die von einem abfällt, wenn man so wie Sie, dann mit einem Freispruch erster Klasse, aus dem Gericht hinausgeht. Sie sollten nun systematisch an die Aufarbeitung aller noch offenen Fragen herangehen, um dann wieder durchstarten zu können. Natürlich gehört auch die Bereinigung des Internets dazu, die aus meiner Sicht nur ein Anwalt aus dem Fachbereich Presse- und Medienrecht machen kann. Das wird sicherlich einen hohen fünfstelligen Betrag an Kosten verursachen, trotzdem, es muss gemacht werden.